Exakt ein Jahr ist es her, da fand die Landtagswahl in Bayern statt. Die Freien Wähler sind die zweitstärkste bzw. drittstärkste Kraft geworden. Sie sind jetzt in der Regierungskoalition und ich rede mit dem jüngsten Abgeordneten, den die Freien Wähler haben, Dr. Fabian Mehring. Schönen guten Tag. Hallo, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich sage danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. 30 Jahre jung. Sie sind 2008 stellvertretender Landesvorsitzender der Jungfreien Wähler geworden. 2009 haben Sie angefangen, Politikwissenschaft zu studieren. Woher kam dieses Interesse im jungen Alter für Politik? Ehrlicherweise etwas untypisch, so im Vergleich zu diesen klassischen Karrieren, die man immer unterstellt, vom Hörsaal in den Plenarsaal. Ich bin eher jemand, der da so ein bisschen hängen geblieben ist. Ich war engagiert als Schülersprecher und dann in der überregionalen Schülervertretung, vor allen Dingen aber als Vereinsvorsitzender, kam also so aus diesem vorpolitischen Raum in dem ehrenamtlichen Engagement. Und bin dann zur Politik gekommen über die Idee, mich eigentlich zu Hause in meiner Heimatkommune für verschiedene Themen zu engagieren. Ja, und dann bleibt man so ein bisschen hängen, findet eine Anbindung, merkt, dass die Dinge, die vor Ort bewegt werden müssten, von überregionalen Entscheidungen abhängen. Man beginnt sich einzumischen, auch in die nächsten Ebenen drüber. Und irgendwann ergibt sich dann die Perspektive und man fängt so ein bisschen Feuer und entwickelt die Leidenschaft dafür. Und dass das dann in einem Berufsmandat endet, war ehrlicherweise nie so richtig mein Plan. Ist aber jetzt ein großes Privileg, das mir sehr, sehr viel Spaß macht. Gibt es da eigentlich so einen bestimmten Knackpunkt in Ihrem Leben, dass Sie gesagt haben, so jetzt will ich mich mal ein bisschen politisch engagieren? Das ist klar, ich habe mich jetzt auch mit dem Thema nicht so wirklich befasst, weil man sich immer so denkt, ja, Politik, was will ich bezwecken? Aber man sieht ja irgendwie, die Tendenz ist steigend, dass es mehr jüngere Leute gibt. Auch durch diese ganzen Fridays for Future Demonstrationen jetzt. Ja, Gott sei Dank ist es so. Also ein Parlament soll ein Spiegel der Gesellschaft sein und wir haben eine ganze Reihe von Gruppen, die da völlig unterrepräsentiert sind. In der medialen Debatte wird häufig darüber gesprochen, dass wir zu wenig Frauen haben, dass das im Parlament nicht abgebildet ist. Aber die Wahrheit ist, es gibt andere Gruppen, die mindestens genauso oder noch mehr unterrepräsentiert sind, beispielsweise unsere junge Generation. Wenn ich mich im Parlament umschaue, ist es immer schwierig, das zu sagen, als jemand, der in jungen Jahren schon gar keine Haare mehr hat, aber dann sind es in aller Regel grauhaarige ältere Herren, die Politik gestalten. Und da gelangen wir auch an Grenzen dessen, was dann der Auftrag von Politik ist. Mit dem demografischen Wandel laufen wir zunehmend auch in politische Fragestellungen, die sich als Interessenkonflikte zwischen den Generationen abbilden. Wir haben mit Fridays for Future, Sie sprechen es an, mit der Umweltschutzthematik, ein Thema, das auch die Zukunft betrifft, die Lebenswirklichkeit der Menschen in vielen Jahrzehnten betrifft. Und wenn diejenigen, die die Entscheidungen über diese Zukunft treffen, nicht diejenigen sind, die dann in dieser Zukunft leben, also unter den Bedingungen dieser Entscheidungen zu leben haben, dann glaube ich, ist es auch ein Problem der Spiegelbildlichkeit von Politik. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die jungen Menschen auch mehr politische Verantwortung übernehmen. Das, glaube ich, hat bei mir nie als eine bewusste Entscheidung stattgefunden. Also bei mir gab es nie den Moment, wo ich nachts aufgewacht bin und mir gedacht habe, ich möchte irgendwie Berufspolitiker werden. Ehrlicherweise fand ich es andersrum eher immer abschreckend als Vorstellung, hauptberuflich Politik zu machen. Aber es entwickelt sich dann aus verschiedenen Funktionen heraus, aus der kommunalpolitischen Tätigkeit heraus, einfach, dass man immer mehr Blut leckt, dass man immer mehr Leidenschaft für politisches Gestalten entwickelt. Und wenn sich dann die Chance ergibt, es auch auf Landesebene tun zu dürfen, dann gibt es die Stelle, an der man dann gerne zugreift. Allerdings nie aus der Überlegung heraus, mindestens bei mir nie aus der Überlegung heraus, dass ich Politiker werden wollte, sondern immer mit der Intention, dass ich gestalten möchte, dass ich Dinge verändern möchte. Und das ist, glaube ich, nirgends sehr besser möglich als in politischer Verantwortung. Sie sagen gerade Feuer. Also wenn man sich so Ihre Reden anhört, da sind Sie ja dann schon voll dabei. Also Sie nehmen jetzt auch, ich sage mal, kein Blatt vor dem Mund, sondern sind dann auch einfach mal ehrlich und direkt. Ich glaube, dass das auch unsere Aufgabe ist als Parlamentarier. Ich finde es ehrlicherweise ziemlich ermüdend, wenn über Stunden in Plenarsitzungen Kolleginnen und Kollegen verlesen, was ihnen Referenten aufgeschrieben haben. Ich glaube, zum Parlamentarismus gehört schon auch eine gewisse Debattenkultur und deshalb sollte man sich auch die Freiheit nehmen, erstens die Dinge deutlich anzusprechen, zum anderen aber auch frei und ohne Manuskript zu sprechen, um auf das ein oder andere, was im Plenarsaal passiert, auch reagieren zu können, um spontan sein zu können. Und ehrlicherweise ist das ja auch unser Auftrag. Ich habe das Privileg, jetzt in jungen Jahren mehrere hunderttausend Menschen aus meiner Heimatregion hier politisch vertreten zu dürfen. Und dann gehört es auch dazu, dass man das mit dem entsprechenden Schneid tut. Sie sind untypisch, sage ich mal, von jungen Menschen bei den Freien Wählern gelandet. Normalerweise schaut man sich ja dann eher so um, dass man in die
CSU bzw. zur Jungen Union kommt. Die Freien Wähler sind jetzt, ich sage mal, eine kleine Partei, also der Erfolg ist halt wirklich nur in Bayern da. Bei der Europawahl waren es 5,3% und bei der Landtagswahl hat man 11,6% geholt. Mhm. Also man sieht, nur in Bayern funktioniert das Projekt Freie Wähler. Warum haben Sie sich dann für die Freien Wähler entschieden? Also einerseits glaube ich, ist es nicht ganz richtig, dass wir eine kleine Gruppierung wären. Die Wahrheit ist, wir haben in Bayern mehr Mitglieder als beispielsweise die Grünen. Wir haben in Bayern mehr Gemeinderäte, mehr Stadträte, Bürgermeister als beispielsweise die Grünen oder die FDP Mitglieder haben. Will heißen, wir sind aus der Kommunalpolitik kommend schon eine große Gruppierung, sind da auch gesetzt als die Nummer 2 hinter der CSU in Bayern seit vielen, vielen Jahren. In der Tat ist es richtig, dass wir das Potenzial, das wir in der Kommunalpolitik abrufen können, bisher noch nicht ganz als PS auf die Straße gebracht haben für die landespolitische Ebene. Trotzdem finde ich es ganz spannend, in einer wachsenden Gruppierung zu sein, die sozusagen gewinnt. Also wenn Sie im Moment bei der SPD wären, dann ist das auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn Sie von einem hohen Ross kommen und feststellen müssen, dass Sie sich eigentlich ja ziemlich straight nach unten entwickeln. Bei uns ist es genau andersrum. Wir sind so ein bisschen ein Rising Star in Bayern im Moment. Das mitgestalten zu dürfen, finde ich ganz spannend. Und zum anderen war es tatsächlich so, dass ich aus dieser kommunalen Schiene komme. Die Freien Wähler sind eine Kommunalpartei, eine Bürgermeisterpartei. Und da ist es tatsächlich als zweitstärkste Kraft in Bayern naheliegend, wenn man sich nicht unbedingt in diesen CSU-Parteikadern wiederfindet, dass man dann bei den Freien Wählern landet, als eine Gruppierung, die auch bürgerlich, die auch liberal aufgestellt ist, aber die halt nicht so sehr diese Mentalität des Parteikaders hat, dieses Ellbogendenken schon in der Nachwuchsorganisation. Das war dem Grunde nach für mich der Grund, weshalb ich dann bei den Freien Wählern gelandet bin. Ideologisch habe ich für mich immer die Aussage getroffen, ich könnte bei der FDP, bei der CSU oder bei den Freien Wählern sein, weil ich einfach bürgerlich-liberal ausgerichtet bin in meiner Überzeugung. Von der Denkweise her haben mich die Freien Wähler am meisten überzeugt, weil es für mein Dafürhalten die einzige Gruppierung ist, die Politik so macht, wie es zukunftsfähig ist, nämlich von unten nach oben. Sie haben die Situation, dass jede große Partei so agiert, dass es in München, in großen Parteizentralen, wahlweise in Berlin, eine Reihe von Strategen gibt, die sozusagen das Fähnchen beim Fenster raushängen, versuchen zu antizipieren, wie die Stimmung in der Gesellschaft ist, dann kluge Ratschläge geben und die werden ausgerollt. Und das Ende vom Lied ist, dass Ihnen jeder Gemeinderat von Lindau bis Nördlingen bei mir zu Hause in Schwaben anschließend dasselbe erzählt. Ich finde es wesentlich spannender, das nicht als Top-Down-Ansatz zu praktizieren, sondern von unten nach oben zu denken. Was heißt diese freie Wählermentalität, mit beiden Beinen auf dem Boden, beiden Ohren bei den Menschen zu sein, die Themen zu Hause aufzunehmen, von den Menschen zu hören, wo der Schuh drückt und die Dinge dann in die jeweiligen Parlamente zu tragen. Das ist eine andere Politikidee als bei den großen Parteien, aber diejenige, die mich am allermeisten überzeugt und ist der Hauptgrund, weshalb ich da gelandet bin. Sie sind jetzt ein Jahr drinnen, also vor einem Jahr wurden Sie reingewählt. Wie ist Ihr erstes Jahr jetzt im Landtag gelaufen? Erzählen Sie mal, so als junger Abgeordneter, wie ist es so mit den alten Hasen? Für mich ist es in erster Linie mal hochspannend, das ohne jede Frage. Auch deshalb, weil ich die Gelegenheit erhalten habe, durch unsere Regierungsbeteiligung und durch meine Rolle als parlamentarischer Geschäftsführer sofort im ersten Anlauf und als junger Mensch an einer relativ bedeutsamen Schaltstelle auch für eine Landesregierung tätig sein zu dürfen. Will heißen, ich habe jetzt das Vergnügen, mit den Menschen über die Zukunft Bayerns zu verhandeln, die ich vorher eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte. Und da können Sie sich vorstellen, dass das relativ interessant ist, als Prozess das mal so zu durchlaufen für ein Jahr. Aber man erlebt natürlich auch den ein oder anderen Praxisschock. Also wenn man mal so drauf schaut, wie man sich die Dinge vorgestellt hätte, bevor man dann Teil dieses Parlaments ist und wie sich beispielsweise die Abläufe jetzt gestalten, wie jetzt als junger idealistischer Politiker, wie lange alles dauert, wie sehr sie gegen Pfadabhängigkeiten kämpfen, wie sehr eben Politik einfach doch das Bohren dicker Bretter ist, wie man so sagt, dann kann das frustrierend sein. Frustrierend kann auch sein, wenn Sie erleben, wie die AfD hier im Parlament agiert. Auch das ist was, was ich mir so hätte nicht vorstellen können. Ich glaube, auch die Wählerinnen und Wähler, die diese Leute hier reingewählt haben, sich so hätten nicht vorstellen können. Will heißen, man erlebt schon den ein oder anderen Praxisschock, auch im Sinne einer Enttäuschung oder im Sinne eines sich dran gewöhnen müssen. Aber wenn ich den großen Strich drunter ziehe, dann ist es erstens genau, was ich machen wollte. Also ein Riesenprivileg, sozusagen mein Hobby zum Beruf machen zu können einerseits und zum anderen natürlich jetzt auch in jungen Jahren an einer bedeutsamen Stelle als parlamentarischer Geschäftsführer einer Regierungsfraktion mitgestalten zu können. Wer Politik macht, möchte gestalten, der möchte Einfluss nehmen, der möchte Dinge verändern. Und wenn man an die Stelle gewählt wird von den Menschen, die einem da das Vertrauen schenken, von der aus man das tun kann, dann ist das, glaube ich, ein Riesenprivileg. Mit viel Arbeit, mit wenig Schlaf, aber glaube auch mit viel Leidenschaft, die man da einbringen kann. Wie reagiert eigentlich Ihr Koalitionspartner CSU auf
Sie, also wenn man da sieht, da ist jetzt ein junger Politiker, Sie haben jetzt gesagt, parlamentarischer Geschäftsführer, also erstes Mal bin ich überhaupt im Landtag und werde dann auch noch PGF, ist ja auch schon irgendwo, ich sag mal, eine Ehre in Anführungszeichen, ja. Aber wenn ich mir so die Kollegen von der CSU anschaue, die sind ja jetzt schon eigentlich schon fast Ü30, Ü40 und dann kommt da so ein jetzt 30-Jähriger daher, der da ein bisschen Feuer macht. Was erleben Sie da so an Reaktionen? Also zunächst einmal schön, dass Sie Erde sagen, weil genauso empfinde ich es. Ich glaube, dass das auch was ist, was wir bewusstseinsbildend viel mehr wahrnehmen sollten als politische Verantwortungsträger, dass das, was wir da tun, eine Ehre ist. Dass wir die Ehre haben, Menschen vertreten zu dürfen und die Ehre haben, Entscheidungen für unsere Gesellschaft treffen zu dürfen. Daher ja, das würde ich so unterschreiben. Gefragt nach der Rezeption der Kollegen in der Koalition auf mich. Ich glaube, dass relativ schnell der Punkt gekommen war, an dem das Alter keine Rolle mehr gespielt hat. Klar, ich glaube, Sie werden zunächst einmal anders wahrgenommen auf Basis eines jüngeren Lebensalters, das für so eine Position tatsächlich untypisch ist. In meine Rolle kommen Sie bei der großen bayerischen Partei eher nach 3, 4 Perioden hier im Haus als eine Ihrer letzten Beförderungsstufen. Und dass meine Fraktion jetzt den Mut hatte zu sagen, wir setzen da mal auf einen Jungen, das war schon was Besonderes, das ist also wahrgenommen worden. Ich habe das ganz ehrlich gesprochen aber nie als negativ empfunden. Ich hatte nie die Wahrnehmung, die nehme mich nicht ernst, sondern ich hatte eher das Gefühl, ich habe vielleicht sogar so einen Sonderbonus an, die nehme mich stärker wahr als andere, weil ich eben untypisch jünger bin als die Kolleginnen und Kollegen in den Runden. Und dann kommt relativ schnell der Moment, ab dem es um Ihre Leistung geht. Und wenn Sie dann im Parlament mit der einen oder anderen Rede, wenn Sie dann in Sitzungen mit dem einen oder anderen inhaltlichen Argument überzeugen können, dann ist relativ schnell die Stelle gekommen, an der es eigentlich keine Rolle mehr spielt, wie alt Sie sind, ob Sie Mann oder Frau sind oder welcher Gruppierung Sie angehören, sondern dann geht es, glaube ich, um den Respekt vor jemandem, dem man fachlich was zutraut. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich mir den relativ schnell erwerben konnte, auch innerhalb der Koalition. Also es freut mich auch für Sie, dass Sie als junger Mensch auch diesen Respekt sich schon erarbeitet haben. Jetzt, ich würde sagen, oder es jetzt einfach mal behaupten, mit weniger Erfahrung als die meisten. Also klar, die meisten sind ja 40, 50 Jahre jetzt eventuell dabei. Klar. Auch aus der Koalitionspartei der Union. Wir schauen jetzt mal zurück. Jetzt ist es knapp ein Jahr her oder über ein Jahr her die Wahl. Was hat man jetzt erreicht in dem Jahr, in dem man regiert? Ich glaube, dass sich das tatsächlich sehen lassen kann. Also es ist ja immer so eine Frage der medialen Wahrnehmung und dessen, was dann auch nach außen transportierbar ist. Aber wenn man es mal objektiv bemisst an den Dingen, die wir jetzt auf den Weg bringen konnten als Bayern-Koalition, dann ist es eine Leistungsbilanz, die sich mehr als sehen lassen kann. Ich würde es vielleicht differenzieren, einerseits mit Blick auf das, was wir als Staatsregierung auf den Weg gebracht haben und andererseits, weil danach wird man als parlamentarischer Geschäftsführer natürlich immer gefragt, nach der Leistungsbilanz der Freien Wähler. Mit Blick auf die Staatsregierung, ohne jede Frage, glaube ich, dass man unter dem Strich feststellen kann, dass erstens Bayern gut dasteht, dass zweitens aber auch die Dinge, die wir jetzt neu angestoßen haben in dem letzten Jahr, einerseits eine ganze Menge waren und zum Zweiten die richtigen Signale waren. Also wenn man beispielsweise zurückdenkt an die letzte Parlamentswoche, an die Regierungserklärung unseres Ministerpräsidenten, 2 Milliarden als Hightech-Offensive, um Bayern zukunftsfähig aufzustellen. Wenn man an die Dinge denkt, wie die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, an die Abschaffung der Kita-Gebühren, dann ist das eine ganze Reihe von Themen, die den Menschen in Bayern entgegenkommen, die ein Stück weit die Lebensqualität steigern und die vor allen Dingen auch im Vergleich der anderen Bundesländer in Deutschland untypisch sind, also Aspekte sind, unter denen wir den Menschen in Bayern mehr bieten können, mehr als Staatsregierung entgegenkommen können, mehr Lebensqualität, mehr Angebot unterbreiten können, als das irgendwo anders in Deutschland und damit auch irgendwo anders in Europa der Fall ist. Das muss auch der Weg sein und der Anspruch Bayerns sein, aber ich glaube, dass dafür auch diese Staatsregierung sich richtig aufgestellt hat. Ich finde auch, dass die Art und Weise, wie wir die Klimadebatte, die Nachhaltigkeitsdebatte aufgenommen haben, uns da eben als bürgerliche Gruppierungen nicht zu verweigern, sondern uns eigentlich an die Speerspitze der Bewegung zu setzen mit dem Begleitgesetz, mit der Annahme des Volksbegehrens, mit all den Bemühungen im Artenschutz und im Klimaschutzgesetz, das jetzt bis Jahresende noch kommen wird. Diejenigen sind, die da proaktiver sind, als diejenigen, die es von uns einfordern. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal etwas verquer, aber die einzigen, die tatsächlich schon legislativ was auf den Weg gebracht haben für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz, waren die beiden Regierungsfraktionen. Ich glaube, auch das kann sie sehen lassen. Und auch dieses Ausflaggen dieser Koalition als Familienkoalition, als diejenigen, die
ja, auf die Lebensqualität der Menschen in Bayern schauen wollen, die junge Familien einerseits im Land, aber auch auf dem Land halten wollen, die diesen Gap zwischen städtischen Regionen und ländlichem Raum in den Griff kriegen wollen, also diese Gräben wieder zuschütten, die da das ein oder andere grüne Statement in den letzten Monaten da aufgerissen hat. Das glaube ich genau die Rolle, das ist die Masteraufgabe, die wir haben und der stellen wir uns auch. Ich finde mit den richtigen Maßnahmen. Selbstverständlich kann es in der Politik immer schneller gehen. Gerade als junger Abgeordneter hat man immer das Gefühl, es müsste immer noch ein bisschen mehr Dynamik drin sein. Aber in Summe kann man damit zufrieden sein. Und für die Freien Wähler, da ist es noch ein bisschen leidenschaftlicher, weil das ehrlicherweise so auch nicht zu erwarten war, wie es uns gelungen ist, jetzt im letzten Jahr da als ja zum ersten Mal Regierungsgruppierung, als Neulinge in der Regierungsverantwortung zu agieren. Immer wenn ich gefragt worden bin nach der Landtagswahl, eigentlich zu jedem Zeitpunkt, in dem ich eine Kamera vor der Nase hatte, war die Frage, geht es euch denn jetzt wie der FDP? Und zwar immer dahingehend gemeint, dass die Erwartungshaltung war, wenn wir denn mal in einer Regierungskoalition sind, dann geht es ab diesem Moment bergab. Ab dem Moment, ab dem die Tinte trocken ist unter dem Koalitionsvertrag, wird es schwierig werden und das End vom Lied wird sein, wie damals, als die FDP mal 5 Jahre mitregiert hat, dass wir dann sogar aus dem Landtag fliegen. Und wenn man jetzt ein Jahr später die erste Bilanz ziehen möchte, dann zeigt sich an den Umfragen, wir sind nicht nur konstant, sondern wir haben sogar im Gegensatz zu unserem Koalitionspartner an Zustimmung dazu gewonnen. Die öffentliche Wahrnehmung ist schon die, dass wir der Taktgeber, der Ideengeber sind, auch innerhalb der Staatsregierung an vielen Stellen auch unseren Koalitionspartner so ein bisschen vor uns hertreiben zum Jagen tragen, wie man in Bayern sagt. Und das ist die Rolle, die wir haben wollten, die Rolle, die wir auch ganz bewusst annehmen. Und wenn man dann sieht, was wir schon bewegt haben in diesem Jahr, jetzt bei all diesen Themen Nachhaltigkeit, die Kehrtwende beim Riedberger Horn, das Thema Anbindegebot wird wieder aufgehoben, Flächen sparen, Klimaschutzgesetz, das jetzt von unserem Umweltminister kommt, aber auch die Themen, mit denen wir im Wahlkampf die Menschen überzeugt haben, Straßenausbaubeiträge, auch das Thema Kita-Freiheit, dann haben wir in diesem ersten Jahr in aller Bescheidenheit schon mehr geliefert als die FDP in 5 Jahren ihrer Regierungsbeteiligung und dann kann sie das durchaus sehen lassen. Da steckt viel Arbeit dahinter, da steckt viel Herzblut dahinter, da steckt auch viel Ringen um das Beste für Bayern dahinter. Ich darf ja auch im Koalitionsausschuss sein, wo dann tatsächlich auch mal gerungen wird unter den Koalitionspartnern um die beste Lösung. Aber in Summe und unter dem Strich, auch wenn man sich das ein oder andere mal anders wünschen würde, glaube ich, kann sich die Bilanz nach diesem ersten Jahr mehr als sehen lassen für die Koalition und für die Freien Wähler noch ein Stück mehr, weil ich glaube, wir haben wesentlich mehr gestaltet als die 11%, die uns in dieser Koalition ja eigentlich ins Stammbuch geschrieben sind. Und damit kann man, so will ich meinen, mehr als zufrieden sein. Was nicht heißen soll, dass man nicht den Ansporn hat, dann noch ein Stück weiterzugehen. Aber für den Moment, und so nehme ich auch die Rückmeldungen wahr, die bei ganz, ganz vielen Veranstaltungen, die man ja jeden Tag auch zu Hause im Stimmkreis hat, es ist auch die Wahrnehmung der Menschen, glaube ich, dass wir da einen vernünftigen Job machen. Und ich bin stolz drauf, letzter Satz zu der Frage, ich bin stolz drauf, dass wir es ein bisschen anders machen wie die Kolleginnen und Kollegen in Berlin. Also, dass es nicht um diese Show-Effekte geht, dass es nicht um die Balkonbilder geht, dass es nicht um das Durchstecken an die Presse geht, sondern darum geht, vernünftige Politik zu machen, sachorientierte Politik zu machen, vielleicht ein bisschen geräuschloser und deshalb auch mit ein bisschen weniger öffentlicher Wahrnehmung, als die Berliner das machen, aber ich glaube, sachorientierter, ein bisschen mehr mit gesundem Menschenverstand und mit weniger Ideologie und deshalb auch besser für Bayern. Weil Sie auch gerade von der FDP reden, also man hat ja auch direkt nach der Landtagswahl gesagt, okay, wie würde eine Regierungskoalition aussehen? Die Grünen wurden die zweitstärkste Kraft, aber die CSU möchte mit den Grünen nicht, da sie zu dominant sind. Dann hat man gesagt, okay, die Freien Wähler, den könnte es so gehen wie der FDP, was Sie ja auch schon gesagt haben. Also die Sorgen waren ja da. Was machen Sie anders als die FDP? Also zunächst einmal glaube ich nicht, dass die Entscheidung der CSU gegen die Grünen gefallen ist, weil ihnen die Grünen zu dominant waren. Ich glaube, es geht ganz einfach darum, dass man mehr fürs Land erreichen kann, wenn man mit einem Partner regiert, der den gleichen Blick auf die Welt hat. Es geht um Schnittmengen und um Gestaltungsmöglichkeiten und ich glaube, dass wir eine bürgerlich-liberale Gruppierung sind, genauso wie das die CSU ist. Wir sind sicher etwas mehr in der politischen Mitte zu Hause, haben etwas mehr Probleme, wenn es irgendwie nach rechts abdriftet. Da mag die CSU an der einen oder anderen Stelle etwas toleranter sein. Ich bin stolz darauf, dass wir das nicht sind, aber in Summe kann man sagen, dass wir den gleichen Blick auf die Welt haben und dass wir deshalb eigentlich die Geborenen, die harmonierenderen Partner sind und dass es auf der Hand liegt, dass man sich seitens der CSU nicht jemanden als Partner ins Boot holt, der sozusagen auf die meisten großen Themen einfach einen völlig anderen Blick hat, der was völlig anderes auch für dieses Land will und eine völlig andere auch Lebenskultur in Bayern, einen völlig anderen Staat haben möchte und das ist bei den Grünen halt schon der Fall und demzufolge glaube ich nicht, dass es mit Dominanz zu tun hatte, weil die CSU sich mit uns jetzt auch nicht unbedingt einen angenehmen Partner eingekauft hat. Das ist glaube ich auch ein Unterschied zur FDP.
FDP, also aus CSU-Sicht, keinen angenehmen Partner, weil ich glaube, dass wir auch aufgrund unserer kommunalen Basis, der vielen Bürgermeister, Landräte, die wir stellen, eine sehr selbstbewusste Gruppierung sind, eine Gruppierung, die auch sehr eigene Vorstellungen hat und die auch bereit ist, durchzusetzen. Daher, ich glaube nicht, dass wir da angenehmere Partner sind, aber wir sind der, der mit dem Blick auf die Welt ausgestattet ist, den auch die CSU teilt, also einfach das gleiche Grundverständnis dessen hat, was wir gemeinsam mit dem Land vorhaben. Und jetzt zur Frage, was machen wir anders als die FDP? Die Frage stellen Sie nämlich sehr zu Recht und da habe ich als parlamentarischer Geschäftsführer schon viel drüber nachgedacht, weil natürlich die Frage zu beantworten ist, was die Menschen in 5 Jahren sich denken sollen, wenn sie dann wieder zur Wahlurne gehen, weshalb es besser war, dass die Freien Wähler mitregiert haben, dass es eben keine absolute Mehrheit mehr gegeben hat und dass es auch keine andere Koalition gegeben hat. Will heißen, wir brauchen selbstverständlich ein Profil, auch als Regierungspartner, auch als Juniorpartner in einer solchen Bayern-Koalition. Und dieses Profil zu entwickeln in Abstufung zur CSU ist aufgrund dessen, was ich eben skizziert habe, gar nicht so einfach, weil wir in den allermeisten Themen den gleichen Blick auf die Welt haben, sodass es schwerfällt, uns inhaltlich abzusetzen. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von kleineren Fragestellungen, Infrastrukturprojekten, wo wir anderer Auffassung sind, dritte Startbahn, das Thema Flutpolder, das schon. Aber in den ganz großen Linien, in den Überlegungen, wo wir mit Bayern hinwollen, sind wir soweit nicht auseinander, die CSU und die Freien Wähler. Und von so her ist die Frage berechtigt, wie wir schaffen, uns da ein eigenes Profil zu geben, uns auch abzusetzen innerhalb der Koalition. Und meine Antwort darauf ist, ich glaube, wir müssen uns im Stil absetzen, in der Art und Weise Politik zu machen. Wir müssen diejenigen sein, ich sage nochmal diese Floskel, aber sie ist sehr ernst gemeint, deshalb sage ich sie immer wieder, wir müssen diejenigen sein, die mit beiden Beinen auf dem Boden und mit beiden Ohren bei den Menschen sind. Wir müssen die CSU wieder wegbringen von ihren Mondmissionen, von den Reiterstaffeln, von all den Themen, mit denen sie sich vom Wähler so weit entfremdet haben, dass ein Koalitionspartner überhaupt nötig geworden ist. Und diese Lücke, wenn Sie so wollen, zwischen der CSU, die so ein bisschen in meiner Wahrnehmung abgehoben hat von den tatsächlichen Problemen, von der Lebenswirklichkeit der Menschen in Bayern, diese Lücke zwischen der CSU und den Menschen, die müssen wir Freie Wähler füllen. Und wenn wir schaffen, in genau diese Lücke zu stoßen, also das Bindeglied dieser Staatsregierung zu den Menschen in Bayern zu sein, dann glaube ich, ist das genau dieser Stil, der neuen Stil auch ins Parlament bringt, der im Übrigen auch neuen Umgang gebracht hat mit den Oppositionsfraktionen, was früher ganz anders war, was aber ein Punkt war, den wir Freie Wähler wollten. Wir wollten nicht mehr, und so haben wir es auch vereinbart mit unserem Koalitionspartner, dieses klassische Spiel, wenn die Regierung A sagt, dann muss die Opposition B sagen, alles was die Opposition sagt, ist per se mal schlecht und das lehnen wir als Regierung ab, sondern wir wollten den konstruktiven Dialog über die Zukunft dieses Landes haben. Und diese Art von Stil, näher bei den Menschen zu sein, konstruktiv darüber nachzudenken, wie es am besten weitergehen kann, auch Ideen anderer Gruppierungen aufzunehmen. Der Stil ist, glaube ich, der Mehrwert, den wir Freie Wähler in diese Koalition einbringen. Und das den Menschen zu vermitteln, ist auch unser Auftrag, weil das ist, da bin ich fest davon überzeugt, auch das, was die Menschen von uns erwarten. Die wollen hier keine Kindergartendiskussionen im Landtag unter den Gruppierungen erleben. Die wollen kein Kasperltheater im Plenarsaal, sondern die wollen, dass wir uns alle, als diejenigen, die die politische Verantwortung innehaben, dass wir uns alle, und zwar gemeinsam und konstruktiv, Gedanken darüber machen, was das Beste für unser Land ist. Und das ist der Ansatz der Freien Wähler, auch in der Kommunalpolitik. Wir haben keine Ideologie, sondern wir sind diejenigen, die die Ideologie versuchen zu ersetzen durch sowas wie gesunden Menschenverstand, durch Pragmatismus, durch Sachorientierung. Und diesen Stil jetzt auch in die Landespolitik zu tragen, das sehe ich als unsere Aufgabe, aber auch als unser USP, als unser Alleinstellungsmerkmal, das nach 5 Jahren zeigen wird, weshalb es gut war, dass wir mitregiert haben und niemand anders und dass es vor allen Dingen auch keine absoluten Mehrheiten mehr gab. Hinter Ihnen steht auf dem Plakat Bayern starke Mitte, ja, wo Sie auch sagen, dass es zur CSU oder zwischen CSU und Freie Wähler mehr Gemeinsamkeiten gibt als zu anderen Parteien, weshalb sie jetzt ja auch, wie schon gesagt, jetzt in der Koalition sind. Thema Seenotrettung war ein ganz großes Thema. Da hieß es dann von auf einer Seite, okay, sie muss bestraft werden, Carola Rackete, aber auf der anderen Seite wurde auch von Seiten Freien Wähler gesagt, also es ist gespalten, sie verdient ein Bundesverdienstkreuz. Wie passt sowas zum Konservatismus zusammen, wenn man hier einen Menschen belohnen möchte mit einem Bundesverdienstkreuz, wenn gegen geltendes Recht verstoßen wurde? Also uns geht es an der Stelle nicht um den Verstoß gegen geltendes Recht und es ist auch durchaus im Einklang mit dem Konservatismus, glaube ich, wenn ich zum Ausdruck bringe, dass es unser Auftrag ist und meine tiefste moralische, ethische Überzeugung,
dass wir den Auftrag haben, Menschen zu helfen, die andernfalls sterben würden. Also da, bei Seenotrettung, und Sie sprechen zu Recht an, weil das einer der Aspekte ist, zu dem wir in der Koalition vielleicht eigentlich nicht ganz so einhelliges Meinungsbild haben. Seenotrettung heißt zunächst einmal, dass Menschen im Meer ertrinken würden und dass die selbstverständlich gerettet werden müssen. Und da gibt es bei unserer Gruppierung eine klare Positionierung dafür. Und ich glaube auch, dass das auch für konservative Politiker oder nein, ganz besonders für konservative Politiker überhaupt nicht diskussionsfähig sein darf. Also ich möchte niemanden in politischer Verantwortung erleben, der tatsächlich und aus Überzeugung die Auffassung vertritt, wenn ein Boot an jemandem vorbeifährt, der im Meer zu ertrinken droht, dass dieser Mensch ertrinken soll. Solche Menschen würde ich als skurril empfinden und ich vertrete die Auffassung, dass die in der Politik nichts verloren haben. Deshalb ganz klare Positionierung, wenn Menschen in Not sind, dann müssen wir retten. Das heißt aber nicht, und da kommt jetzt wieder die gemeinsame Position und der Konservatismus ins Spiel, das heißt aber nicht, dass wir im Nachgang nicht dafür zu sorgen hätten, dass diese Situationen gar nicht entstehen. Also ich wünsche mir eine Welt, in der sich gar niemand in ein Gummiboot hineinsetzt und sein Leben riskiert, deshalb, weil die Lebensverhältnisse in seinem Heimatland so schlecht sind, dass es ihm lieber ist, sein Leben zu riskieren, als dort weiterzuleben. Das ist unser Auftrag als Politik. Daran müssen wir arbeiten, in den Herkunftsländern. Und deshalb auch mit Blick auf die Seenotrettung, vielleicht der Vergleich, also wenn ein Verkehrsunfall passiert bei uns hier in Bayern und da ist ein Mensch verletzt, dann würde niemand so abstrus drauf sein, zu sagen, da schicken wir jetzt keinen Rettungswagen hin. Deshalb, also selbstverständlich ist dasselbe auch bei der Seenotrettung der Fall, dass dort, wo Menschen in Not sind, geholfen werden muss, gerettet werden muss. Nur, wenn der Rettungswagen wieder gefahren ist und demjenigen nach dem Unfall geholfen hat, dann machen wir uns anschließend Gedanken darüber, wie wir verhindern können, dass weitere Unfälle passieren. Dann stellen wir an dieser Kreuzung Schilder auf oder bauen da eine Ampel hin oder machen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ganz genau so muss es auch bei der Seenotrettung sein. Selbstverständlich müssen wir Menschen in Not retten. Wir müssen uns anschließend aber vor allen Dingen als Politik überlegen, dass dieses Retten von Menschen nur das Behelfen der Symptome ist, dass wir aber das Problem dem Grunde nach anpacken müssen, dass wir also den Auftrag haben, dafür zu sorgen, dass sich gar niemand mehr in ein Gummiboot setzt und sich in Lebensgefahr bringt. Und da haben wir einen Riesenauftrag nach wie vor, der in meinen Augen nicht zufriedenstellend bearbeitet wird aus heutiger Sicht, sowohl in der internationalen Politik als auch mit Blick auf die Signale, die wir da aus der Bundespolitik aussenden. Und diese Aufgabe, glaube ich, ist eine der großen Aufgaben, die wir in den nächsten Jahrzehnten als Politik haben werden, auch mit ganz neuen Fluchtursachen, die hinzutreten werden. Deshalb, ich glaube, wir müssen in den Herkunftsländern anpacken, wir müssen eine Situation herstellen, in der die Menschen dort Verhältnisse vorfinden, die ein lebenswertes Leben ermöglichen, die vor allem die Bedrohung von Leib und Leben ausschließen, die also gar nicht mehr den Anreiz setzen, sich in ein Boot zu setzen und sein Leben zu riskieren. Deshalb also noch einmal zusammenfassend, Seenotrettung, ganz klares Ja. Und für mich auch völlig indiskutabel zu sagen, wir lassen Menschen ertrinken. Wer das vertritt, der ist für mich auch kein Gesprächspartner, da bin ich ganz klar in der Aussage. Auf der anderen Seite aber politischer Auftrag dafür zu sorgen, dass diese Situationen gar nicht mehr entstehen. Aber man muss doch als Regierung dafür sorgen, dass diese NGO-Banden, was ja eigentlich nichts anderes ist, irgendwie das Handwerk gelegt wird. Also das ist ja auch, kommt auch immer häufiger zur Debatte. Und was Frau Rakete gemacht hat, ich stimme ja zu, wir dürfen die Menschen im Mittelmeer auf jeden Fall nicht ertrinken lassen. Wir müssen den Leuten helfen, aber auf dem legalen Wege. Das heißt, dass doch jetzt einfach ein Kompromiss gefunden wird zwischen der EU und zwischen den anderen Ländern, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt und wir helfen den Leuten. Das ist doch auch mal etwas, was die Politik anpacken sollte, weil es wird halt immer viel geredet, weil reden ist halt immer leichter als zu handeln. Da bin ich bei Ihnen, da haben wir hundertprozentige Übereinstimmung. Ich glaube aber trotzdem, dass die Positionierung, die Sie jetzt ansprechen zur Seenotrettung, vor allen Dingen deshalb nachvollziehbar und auch richtig ist, weil der Weg dorthin ja noch nicht beschritten ist. Also die Zielsetzung muss genau die sein, die Sie ansprechen. Es ist notwendig, dass wir insbesondere EU-weit einen Konsens haben, dass wir dann das Thema Seenotrettung, aber auch all die anderen Themen, die mit der Verteilung beispielsweise von Asylsuchen zusammenhängen, die mit der Fluchtursachenbekämpfung zusammenhängen, dass wir die in einem europäischen Kontext anpacken, sonst wird es uns auch nicht gelingen, da bin ich fest davon überzeugt, die befriedigend zu lösen. Nur bis wir diese Lösung haben, kann es doch nicht ernsthaft die Position von irgendjemandem in politischer Verantwortung sein, dass wir, weil wir es noch nicht gelöst haben, weil wir noch auf dem Weg zu dieser Lösung sind, solange die Menschen ertrinken lassen. Und deshalb glaube ich schon, haben wir denjenigen dankbar zu sein, die dafür sorgen, dass Seenotrettung beispielsweise stattfindet. Aber in Zukunft, ganz klar, ist es eine staatliche Aufgabe. Es ist jetzt schon eine staatliche Aufgabe, aber sie muss in Zukunft auch zufriedenstellend vom Staat und insbesondere von der Europäischen Union bewerkstelligt werden. Das ist aktuell nicht der Fall, da haben Sie meine volle Zustimmung. Damit bin ich mir
als unzufrieden. Ich würde sogar sagen, wir erleben im Moment in Teilen auf diesem Politikfeld ein Politikversagen und können froh sein, dass ehrenamtlich engagierte Menschen in ihrer Freizeit mit ihrem Geld dieses Politikversagen oder mindestens die Folgen davon ausgleichen. Dasselbe im Übrigen im Bereich der Integration auch hier in Deutschland. Wenn Sie sehen, wie im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise Politik agiert hat, dann war das Staatsversagen, auch da bin ich sehr klar in der Aussage, dann war das Staatsversagen und wir können froh sein, dass es eine ganze Reihe von ehrenamtlich engagierten Menschen gab, die in diesem Staatsversagen dafür gesorgt haben, dass es trotzdem für unsere Gesellschaft einigermaßen gut funktionieren konnte und dessen Zustand, auf den man sich erstens nicht auf Dauer verlassen kann und der zweitens auch nicht im Sinne von politischen Verantwortungsträgern sein kann. Also da haben wir einen ganz, ganz großen Rucksack nach wie vor dabei und ein Riesenaufgabenspektrum, das aus heutiger Sicht nicht zufriedenstellend bearbeitet ist. Dann würde ich jetzt mal kurz noch zu einem Ihrer Themen kommen. Und zwar ist Ihnen das Ehrenamt wichtig. A, ich würde das jetzt in einen packen, was bedeutet das für Sie? Und B, wie möchten Sie es stärken? Das ist tatsächlich so, dass das eine meiner Herzensangelegenheiten ist, auch in meiner politischen Funktion, was einfach daher rührt, dass ich seit ich 16 bin, im Vorstand des Sportvereins in meiner Heimat bin und jetzt seit 7 Jahren da Vorsitzender sein darf. Also einer von den Politikern bin, die nicht nur in Sonntagsreden über das Ehrenamt reden, sondern die andersrum auch selber eines ausüben und deshalb glaube ich erstens ein bisschen genauer wissen, wo da die Herausforderungen liegen und zum zweiten auch eine authentische Leidenschaft dafür haben und nicht nur eine, die immer dann zutage tritt, wenn es gut klingt, wenn man davon spricht. Wie kann man stärken? Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Baustellen, die man da anpacken muss. Ein wesentliches Thema ist das Thema Wertschätzung. Die Ehrenamtler da draußen sind richtige Ehrenamtler. Denen geht es in aller Regel nicht um irgendwelche finanziellen Förderungen. Natürlich ist das immer schön, wenn man das möglich machen kann. Aber denen geht es auch nicht um irgendwelche staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Was wir, glaube ich, verpassen häufig und was wir intensivieren müssen, ist, dass wir die Wertschätzung, die mit Ehrenamt, weil davon lebt Ehrenamt, der ehrenhalber eine Aufgabe übernehmen, dass wir die wieder stärker in den Mittelpunkt auch der gesellschaftlichen Wahrnehmung rücken. Wir haben mit Eva Gottstein, meiner Kollegin, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt ist, eine neue Position eingeführt, die genau das transportieren soll. Die Eva ist äußerst emsig unterwegs bei jedem Sportschützenverein, bei allen möglichen ehrenamtlich engagierten Menschen, von den Asylhelfern bis hin zum Schützenverein. Und so breit ist ja zum Glück das Ehrenamt in Bayern auch aufgestellt, um genau diesen Aspekt der Wertschätzung stärker auch in den Mittelpunkt der politischen Agenda zu stellen. Zum anderen, glaube ich, müssen wir ganz zwingend darauf aufpassen, dass wir den Menschen, die bereit sind, ehrenamtliche Verantwortung zu übernehmen, und so einfach findet man die ja gar nicht, da spricht jetzt der Vereinsvorsitzende, dass wir diesen Menschen nicht mehr Steine in den Weg legen als unbedingt nötig, sondern im Gegenteil versuchen, sie zu unterstützen, wo es geht. Und wenn wir da jetzt über das Thema Datenschutzgrundverordnung beispielsweise sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass nicht wenige Kolleginnen und Kollegen an der Spitze von Vereinen dauerhaft das Gefühl haben, wenn sie größere Projekte angehen, sie stehen quasi schon mit einem Fuß im Gefängnis, jetzt überspitzt formuliert. Wenn wir im Bereich des Jugendschutzes Maßnahmen ergreifen, wie diese Testate, die dann vom Landkreis als polizeiliche Führungszeugnisse auszustellen sind, dann habe ich das Gefühl, das bringt für den Jugendschutz ganz, ganz wenig, weil da werden wir niemanden finden, der in der Jugendarbeit aktiv ist und da eigentlich nicht hingehört durch dieses System. Aber wir beschäftigen wieder die Vereinsvorsitzenden. Wir halten sie ab von ihrer eigentlichen Arbeit, nämlich im Ehrenamt den Verein zu führen und beschäftigen sie mit Bürokratie. Wir setzen sie nachts ins Büro und wir machen sie rechtlich angreifbar. Ich glaube, da braucht es auch einen Paradigmenwechsel in der Politik. Also dieses Bekenntnis zum Ehrenamt darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern das muss auch dazu führen, dass wir ganz konkret drauf schauen, wo können wir erstens was fürs Ehrenamt tun und zweitens, manchmal würde das schon reichen, wo können wir es denn nicht schaffen, wenigstens den Menschen, die ehrenamtlich engagiert sind, nicht nur mehr Steine in den Weg zu legen als möglich, weil durch diese Flexibilisierung, durch auch diese räumliche Unabhängigkeit unserer jungen Generation wird es immer, immer schwerer, junge Menschen zu finden, die sich tatsächlich auch ehrenamtlich engagieren, gerade jetzt für die nachfolgenden Generationen im Vereinsvorständen. Deshalb sind wir gut beraten als Politik, wenn wir denen, die es trotzdem tun, erstens dankbar sind und zweitens das Leben so leicht als möglich machen. Nicht nur erzählen, dass wir es gut finden, wenn Ehrenamt stattfindet, sondern es auch unterstützen. Und ich glaube, davon lebt auch Bayern, insbesondere im ländlichen Raum. Also in meiner Heimat lebt die Lebensqualität davon, dass es Vereine gibt, ja? Und dass es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren. Bayern lebt von denen, die mehr tun als ihre Pflicht. Und die müssen wir bestmöglich unterstützen. Und da gibt es, letzter Satz, da gibt es natürlich eine Reihe
von Themen, die im Moment auch suboptimal sind. Ich habe jetzt selber in dem Sportverein, dem ich vorstehen darf, ein größeres Bauprojekt durchgezogen das letzte Jahr. Wir haben unser Sportheim erweitert, haben neue Duschkabinen gebaut. Ja, da sind Sie ganz, ganz schnell als Vereinsvorsitzender in der Haftung für Summen, von denen es Ihnen schwindelig wird. Mhm. Und solange die Dinge so strukturiert sind, auch mit Blick auf die Privathaftung in das Vermögen vom Vereinsvorsitzenden hinein, solange brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir wenige Leute finden, die diese Verantwortung stemmen, erstens. Und zweitens, wenn dann der Mut fehlt, solche Dinge auch anzugehen bei vielen Kolleginnen und Kollegen an der Spitze von Vereinen. Da, glaube ich, ist die Politik gefragt, auch die Leute, die sich ehrenamtlich einbringen, aus dem Feuer zu nehmen und sich auch schützend vor die zu stellen. Und das ist dann schon ein bisschen mehr als das reine Transportieren von Wertschätzung. Da werde ich auch weiter dafür kämpfen, weil da würde ich mir wünschen, dass wir da zu einer neuen Kultur und ein bisschen zu einem Paradigmenwechsel kommen. Das klingt nach sehr viel Arbeit, die da auf Sie zukommt. Ich danke Ihnen jetzt schon. Ich befürchte das auch. Ja gut, Sie suchen sich so aus. Stimmt. Selber schuld. Erwischt. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns ja mal in der Zukunft nochmal. Ehrenamt ist auf jeden Fall ein Thema, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Mhm. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch weiterhin viel Spaß im Landtag. Ich sage vielen Dank für die Gelegenheit und das Angebot steht jederzeit gerne wieder.